wenn am Wochenende die besten E-Sports-Teams in FIFA 18 um die Krone beim FIFA E-Club World Cup kämpfen, werden auch insgesamt 8 deutsche Spieler mitmischen. Anders als bei den sonstigen FIFA-Events wird bei der offiziellen Club-WM aber nicht alleine, sondern in Zweierteams gegeneinander gespielt. Sport 1 überträgt das Event am Samstag und am Sonntag jeweils ab 10 Uhr live im YouTube-Livestream und am Samstag von 13.15 bis 15 Uhr zudem live im Free-TV, exklusiv mit deutschem Kommentar. Der Team Spirit lebt, für Sport 1 Experte Georg Raffelt, der das Turnier in Paris an beiden Tagen kommentieren wird, hat das Turnier etwas Spezielles. Das Besondere bei der Club-WM ist für mich, dass man für sein Team spielt. Es wird nicht so herausgearbeitet wie hier. Da hat schon die Qualifikation dazu beigetragen, diesen Spirit richtig aufleben zu lassen. Auch der gewählte Teammodus gefällt ihm, dass zusammen gefightet wurde und die Ergebnisse zusammen addiert zählen, kam bei den Spielern sehr gut an. Insofern ist das auf jeden Fall eine Sache, die in Zukunft bei weiteren Turnieren genutzt werden sollte. Dann vielleicht mit einem ausgefeilteren Modus, gespielt wird in Frankreich nämlich nicht im Doppel, sondern in 2 Einzelmatches auf PlayStation und Xbox, die am Ende zusammengerechnet werden. FC Basel mit deutschem Duo als Favorit bei den 16 teilnehmenden Teams setzt Raffelt auch auf ein deutsches Duo. Wenn ich 3 Favoriten nennen müsste, dann wären es Basel, Falcons Esports und PSG. Der FC Basel stellt neben Florian, Cody, Müller mit Tim, Terxner, Kartnerwart aus den aktuellen deutschen Meister in FIFA 18. Bei Falcons spielt mit Mosan MS Dosseri, Al Dosseri der Sieger des FUT Champions Cups in Manchester. Paris Saint-Germain ist als Gastgeber für das Event gesetzt und mit dem amtierenden Weltmeister Corentin Rocky. Chefrei FUT-Modus und Johann Manika Simon gut besetzt, beide sind starke Ballbesitzspieler, ordnet Raffelt ein. Doch auch die anderen Mannschaften wie Hashtag Academy oder das Duo vom Malteser Kurt Fünech und Daniele Eisbrein-Sieb Paolucci sollten auf dem Zettel der Zuschauer stehen. Ob es endlich für einen internationalen Titel in FIFA 18 für einen deutschen Spieler oder ein deutsches Team reichen wird, soll das Wochenende in Paris zeigen. Mit Schalke 04, VfL Bochum und auch Eisvogel von Team Envyers sind neben dem FC Basel mit seinen 2 Deutschen noch weitere potenzielle Titelkandidaten im Rennen. Transfermarkt.de mit dem deutschen Spieler Mario Mayo Reubold kann leider nicht antreten. Sein argentinischer Kollege Nicolas 99 FC Villalba ist erkrankt und konnte nicht nach Paris reisen. Für die deutsche Organisation rückt ECV Esports aus den Niederlanden nach, lesen Sie auch. FIFA 18, Nachrücker für WM-Quali FIFA 19, League verrät CL-Modus-Videos zum Thema. Wolfsburg Gamer T-Mox, das FIFA 18 Gameplay ist jedes Mal anders, die FB und ESL, wie viel Esports steckt in FIFA?